Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Undercover. Wir befinden uns gerade in Palm Harbor und wollen mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ein Outrun, hätte ich Bock zu. Direkt mal ein Rennen starten, ich glaube, ich bin dafür. Ein Outrun heißt einfach, dass du einen gewissen Zeitabstand rausfahren musst. Oder bist kein Zeitabstand, sondern einen gewissen Abstand. Nee, du darfst dich nicht überholen lassen in einer gewissen Zeit. So rum ist es richtig, ja. Ich hab gerade überlegt, wie man es am besten formuliert. Der Wagen sieht aber geil aus vor uns. Bei den Einrücken. Wahrscheinlich ist der nur äußerlich aufgetuned, sag ich mal. So, dann geht's los. Dann ziehen wir erstmal an ihm vorbei. Und wieder ein bisschen haken. Ach. Das mit dem Haken ist auch ein bisschen doof. So, rechts rum. Ein Ford Focus ist das, glaube ich, von mir. Soweit ich das gerade von hinten richtig gedeutet habe. So. Jetzt ziehe ich Höchstgeschwindigkeit. Jetzt wird ein Highspeed-Rennen und er scheint fast schneller als ich zu sein. Ach, in Führung, wie geil. Tja, jetzt ist er abgebogen. Und wir können haben freie Fahrt, würde ich mal sagen. Zack, 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 greifen wir das mit. Geh auf den Weg! Und jetzt hier hinten rüber springen. Yeehaw. Oh, ja. Geile Sprung. Geiler Sprung. So gehört sich das. So fährt man Autorennen. So. Vor uns wieder so ein blöder Wagen. Rechts rum. Zack. So weicht man aus. Und jetzt gibt's richtig Gas hier. Jetzt gibt's richtig auf die Mütze. Rechts raus. Wow. Auf die Autobahn. Einmal blinken. Realistischer Blinker. Jetzt kurz in den Rückspiegel schauen, weil wir uns hier einordnen müssen. So richtig vorschriftsgemäß, obwohl wir viel zu schnell sind. Aber. Ja. Ich habe ja jetzt auch schon seit relativ. Habe ich letzte Folge erwähnt? Nee, ich habe jetzt seit Ende der Sommerferien auch meinen Führerschein. Und Autofahren ist schon witzig, ja. Macht Spaß. Auch wenn ich mittlerweile. Du hast dominiert, das ist sehr gut. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Punkte. In the zone. Ja, ich weiß gar nicht genau, was bedeutet das genau. Lesen wir nächstes Mal durch. Hab ich gerade nicht verfolgt. Ah. Heute startet ein großes Rennen drüben auf der Westside. Die werden dich beobachten, also zeig es ihnen. Also unattraktiv ist sie ja jetzt nicht. Die Chaselin. Was ich sagen wollte, ich muss fahre zwar jetzt noch ein Opel Zafira, also meine Eltern fahre ich den mit. Und wir kriegen auch bald einen neuen Wagen, allerdings gehört der dann nicht mir, sondern immer noch der Familie, aber ein Hyundai i20 in schwarz. Ein Street Racer wurde gemeldet. Unterwegs in Richtung Norden, wiederhole, in Richtung Norden, in der Nähe des Kraftwerks. Einheiten im Gebiet. Das Kraftwerk. Na egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, so. Sieht mich auf der anderen Seite nicht. Ach, das sind bestimmt nicht wir. Ja. Geh mir aus dem Weg. Ah! Boah, der dreht auch noch den nächsten Wagen da. Was ich sagen wollte, ja, wir kriegen beide neuen schwarzen Hyundai i20 und mit fahre ich noch den Safira. Ein älteres Modell, nicht der neueste gerade. Und. Ah. Bisschen blöd, dass er ein bisschen hakt. Also diese Bugs, wo er mal anhält, das geht ja noch, aber wenn er dann so rumhakt, finde ich ein bisschen schade. Aber eigentlich läuft es relativ flüssig, finde ich. Ich habe auch eine Aufnahme gemacht, da hat zum Beispiel gar nicht gehakt. Also irgendwie hakt es aber nur, wenn die Aufnahmen funktionieren. Ich habe vorher ein paar Aufnahmen gemacht und da habe ich nämlich einmal vergessen, den Ingame-Sound anzuschalten. Experte, wie ich bin. Und deswegen. Guck mal, da ist ja schon die Polizei. So, jetzt voll drauf zu. Und voll Gas. Bam! Ausgeschaltet. So macht man vielleicht mal Polizeiwagen kaputt. So, jetzt haben wir direkt mal eine schöne Verfolgungsjagd hier. Gehen wir auf den Weg. So. Die Musik ist aber auch cool zur Verfolgungsjagd. Richtig so, viele so macht, unterstreicht den epischen Aspekt, sag ich mal. Links rum. Oh, geh mir aus dem Weg. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen, unterwegs nach Richtung West. Da ist er. Auf der Redland.
Ach, scheiße. Hab mich gesehen. So. Ja, Hubschubfischer, mir egal. Und... Ja, jetzt hakt er eine Runde. Ja, Pech gehabt, ne? Ich kann ihn kaum noch sehen. So. Jetzt fahren wir hier rüber. Und raus hier. Zack. Jetzt sind wir nämlich am Kraftwerk. Das hier ist das Wasserkraftwerk. Oder, ja, nicht Wasserkraftwerk, das ist ein Ölkraftwerk, glaube ich. So. Hier haben wir ein Versteck. Diese Punkte bedeuten, dass da ein Versteck ist. Und da werden wir uns jetzt auch gleich mal positionieren. Aber ich bin schon entkommen. Sehr schön. So. Ups, das war einmal hier noch die gesamte... So, wir sind jetzt bisher Verfolgungsstufe 2. So, wir könnten mal ein Highway Battle wieder machen. Habe ich aber gerade nicht wirklich Lust zu. Mal sehen, was wir noch so kriegen. Hier in der Stadt sind wir eigentlich falsch, weil das nicht die Anfangsstadt ist. Palm Harbor ist die Anfangsstadt, das ist mehr so die zweite Stadt. Aber ich... Man kann ja, das Coole ist an dem Spiel, dass man wirklich das ganze Gebiet schon befahren kann. Dass man nicht so wie bei Underground 2 zum Beispiel, was ich ja auch habe, lange gespielt habe, Need for Speed, aus der Need for Speed 3, Sachen freischalten muss. Bei Dings ist das ja auch so gewesen bei, Dings hier, war das Most Wanted? Ne, das war nicht Most Wanted, das war der Vorgänger. Wie hieß denn der gleich nochmal? Ach, keine Ahnung. Ich habe nicht so viele Need for Speed Spiele gespielt. Ich habe lange Zeit früher Hot Pursuit zweimal gespielt, ein ganz altes Need for Speed, also alt wieder auch nicht, von 2001 oder so. Ist sehr cool, finde ich allerdings, ist, glaube ich, habe die CD, das Spiel eigentlich mal verkauft. Ja, Todsünde, aber, oh, man sollte kein Polizeiauto rammen. Egal, und nächste Folge ist ja. Ja, versuch mal aufzuholen. Fahrzeug nicht mehr in Sicht. Links rum. Auf schnelle 29. Schön. An alle Streifen, wir haben hier Code 6 Objekte, die sich unserem Einhalten und der Festnahme entziehen. Sofort ausrücken und zum Einsatzort begeben. Jetzt schön hier rüber. Und jetzt Polizei ausschalten. Da. Solche Dinger sind nämlich Fallen und dadurch werden auch Polizei ausgeschaltet. Da gesehen? Ist einer hier reingefahren. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Südosten auf der Hillside. Das ist nämlich total cool an dem Spiel, dass man diese Sachen... Ach da, ich bin eh schon umkommen. Dass man so Polizeiblöcke hat, in dem die man so runterschmeißen kann. Das sind so riesige Teile auch. Da gibt es so Steinschlagdinger und so. Schon ziemlich cool. So. Auf jeden Fall, das finde ich ziemlich cool an dem Spiel. Aber da gibt es immer so normalerweise eine Actioncam. Wenn das wirklich direkt in der Nähe ist, gibt es eine Actioncam. Ja, er muss immer wieder ein bisschen Landschaft laden. Aber gut. Ja, wenn wir jetzt schon Landschaft laden müssen, ich will mal wissen, wie es mit Mugatti mit 400 km ist, dann geht's wahrscheinlich gar nicht mehr. Naja, wollen wir mal gucken. Ich hoffe ja immer, dass er dann in der Landschaft ein bisschen geladen hat, dass er die dann später auch speichert. Ich glaube, das macht er auch. Wenn man jetzt einmal hier lang fährt, muss man sich auch keine Sorgen machen, dass das dann wieder über ist. Dann sind wir diese Folge gar nicht viele Rennen gefahren. Ein Rennen und die ganze Zeit nur durch die Gegend gecruised. Bisschen die Landschaft gezeigt. Das ist sozusagen die zweite Stadt hier. Dann gibt's noch eine dritte Stadt mit einem großen Hafen und so. Alter, was macht der denn da? Ist der verrückt? Fährt mir noch voll vorne rein. Ja, wenigstens blinkt der. Aber das Verhalten der Autos ist eigentlich ziemlich cool auch in dem Spiel. Vor allem, wenn du so auf der Autobahn im Gegenverkehr fährst oder so. Ist ziemlich realistisch. So, da ist wieder ein Polizeiauto. Hat mich nicht gesehen. Dann fahren wir jetzt mal in den Gegenverkehr rein. Ich werde noch Warnblinkanlage an, wenn man den Gegenverkehr auf sie zurauscht. So. Wollen wir mal gucken, was hier passiert. Da. So, Warnblinkanlage, zack. Ja, ich fahre im Gegenverkehr. Lass mich. Ich darf das. Ja, wenigstens. Ja. Hallo Zentrale, hier ist 24. Hallo Zentrale, hier ist Lavan LP. Und Lavan LP wird gleich schon kommen. So, hier wieder alle stehen geblieben mit Warnblinkanlage. Sehr vorbildlich. Boah, dicker Truck hier noch.
Code 6 und jetzt stehen Haftbefehle wegen kleinerer Delikte. Fuck. Du hast mich gar nicht. So, und da kann man zum Beispiel das Schild vom Motor holen, wenn eine Polizei hinterher ist. So, guck mal. Und dann fahren die da rein. Boah, das war aber auch knapp. Macht irgendwie Spaß im Gegenverkehr mit 180. Wieder mit dem Bugatti ist das krank, wenn er so 400 km/h im Gegenverkehr. Aber fährt der auch falsch rum? Hallo, ist noch ein Geisterfahrer hier. Noch ein Geisterfahrer, was ist denn hier los? Wollen die umdrehen? Ach, die drehen einfach Autobahn um, damit sie mir nicht entgegenkommen. Weil sie wahrscheinlich einen Verkehrsfunk oder so hören. Sind die krank? An alle Einheiten Sektorabsperrung aufheben. Schon. Ach, schade. Ein bisschen rumhakt, finde ich gerade ein bisschen schade. Was ich sagen wollte. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr auf ich habe ja letzte Folge, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich... Ach, in Guild Wars habe ich das schon mal erwähnt. Genau, dass das so schlimm ist, weil wir an der Autobahn wohnen. Und dass das immer hier immer Stau ist. Und dass ich dann mal die Folge beenden sollte, weil er jetzt total am Haken ist gerade. Dass es total schlimm ist, dass da immer Stau ist. Und dann, wenn da mal Stau ist und, ja genau, und wenn man dann irgendwie rumfährt, dann sind auch immer die Nebenstraßen alle zu. Und dann weißt du ja so als einmal schon mal die Abkürzung. Und mir ist es mal vorgekommen, einmal im Schulort, wo meine Schule steht, wollte ich eigentlich, habe ich mir einmal falsch gefahren, da stand aber alles zu. Und, habe ich dann gedacht, so, okay, fährst dann hinten rum, muss ich dann nochmal einmal drehen, weil sonst kann ich da gar nicht wieder weg, weil ich habe da einmal gedacht, da war eine Baustelle, eine Straße war gesperrt. Und dann bin ich da auch lang gefahren. Und bin ich da lang gefahren und dann fuhr mir ein Hamburger hinterher. Ich dachte, was macht der denn da? Warum fährt er mir hinterher? Fährt er mir weiter hinterher? Egal, wo ich lang fahre, der fuhr mir so ein Stück hinterher. Und ich dachte, macht er das absichtlich? Weil normalerweise fährt niemand so komisch verrückt durch die kleinen, also nicht verrückt, sondern fährt so komisch durch die kleinen Straßen, wie ich gefahren bin, um da rumzuwenden. Aber ich habe ja eigentlich nur den anderen Punkt wieder erreichen wollen. Also er hat ja gar nichts gebracht, die Aktion von mir. Aber macht man das? Fährt man dann einfach einen Einheimischen hinterher auf gut Glück, dass er den richtigen Weg fährt? Ich weiß es nicht. Und das ist mir ein zweites Mal nochmal vorgekommen. Auch wieder eine Straßensperrung. Dachte mir so, fährst du klug da hinten durch über das Dörfer? Nee, Pustekuchen war gesperrt, kamst du gar nicht durch. Und weil das wäre dann total abgezogen gewesen, aber es ging nicht. Und da fuhr mir auch einer hinterher. Hey John, bist du noch in Einheit 526? Ja, bin noch dabei. Kannst du mal... Ins Handschuh wachen du mal. Und ich lässt den Notruf vergessen. Das ist nichts. Okay, danke trotzdem. Was ich sagen wollte, das ist mir da auch so... Ja, Klappe. 51 der in der Nähe vom Revier 13 ein Riesen-Chaos veranstaltet. Was ich sagen wollte war, das macht ihr das? Würdet ihr das machen? Jemand Einheimischen im Stau hinterherfahren? Und dann einfach gut Glück, kann ja sein, dass der eine Abkürzung kennt? Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Und schreibt, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und mit dieser freudigen, mit dieser komischen Erkenntnis, die ich irgendwie mal gewonnen habe, warum auch immer die freudig sein soll, und weil ich noch vor der Polizei entkommen will, beende ich diese Folge. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.